Hallöchen und ein schnurzliches Willkommen zurück. So, ja. Wir haben gegossen, wir haben geangelt. Wir können mal gucken, ob vielleicht jemand zum Einziehen dazu gekommen ist. Ansonsten würde ich sagen, wir gehen einfach wieder pennen. Nö, du willst auch nichts? Nee, schade. Kann ich denn nicht einfach da oben schlafen, wenn ich eh schon mal hier bin? Muss ich denn immer zurück irgendwie und in einem von meinen Betten pennen? Ne, du gestattest? Ja, gute Nacht. Sehr gut. Moin. Was Neues? Ja! Ich habe was ein neues Rezept. Könntest du mir helfen? Ich brauche Zitrone. Ich wusste, dass der irgendwann mal mit Baumfrüchten kommt. Sie, Verzeihung. 5 Zitronen. Aber das geht ja noch. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, ich muss jetzt auf jeden Fall schon mal einen Orangenbaum pflanzen, bevor das dann irgendwie Herbst ist und die Alte dann plötzlich Orangen haben will und ich habe noch keine, weil der Baum noch nicht fertig ist. Das wäre extremst bitter. Zitronen. Wo ist meine Butze? Da oben. Muss erstmal den Weg finden vor lauter Bäume hier. Nee, das ist es nicht. Ich sehe meinen Eingang gar nicht mehr. Fünf Zitronen. Maismittel, Maisbeste. So, hier mein Teleport. Guck mal. Ich hab was für you. Bitte schön. Pinke Ballerinas. Schon wieder. Dieselben, die ich gerade anhab, oder was? Jo. Hättest mir wenigstens ein paar Wassermelonschuhe geben können. So, es geht langsam Ende des Sommers entgegen. Guten Tag. Doch, die Erdbeeren sind fertig. Nee, das sind die Kartoffeln. Kartoffeln. Sind die Melönchen auch? Ja, die Melonen sind auch fertig. Juhu. Weniger zum Gießen. Gott sei Dank. Noch ein paar Äpfel. Ist hier nur irgendwas? Bäumchen wächst, juhu. Melonen, 13 Tage. Was haben wir noch geerntet? Die Erdbeeren. Auch nur im Sommer? Auch nur im Sommer? Sehr schön. Gut, damit haben wir alles durchgekaut. Rote Beete und Auberginen kommen dann. Und Chili. Auberginen, rote Beete und Chili. Und Rettich. Ach, das sind die Weintrauben ganz hinten. Und Grünkohl. Alter, da gibt es ja dann im Herbst wieder so viel. Und Kürbis. Rhabarber. Und Weizen. Alter, ich habe das Gefühl, da kommt dann noch mehr. Noch viel mehr. Oh Gott. Wir müssen es genießen, dass wir nicht viel gießen müssen. Habe ich denn meine Gieß... Ja, die habe ich diesmal und nicht mal weggelegt. Alles klar. Ein bisschen weniger Gieße. Waren die Kartoffeln wirklich nur im Frühling und Sommer? Waren die nicht auch im Herbst?
Boah, es ist den ganzen Tag schon am Regnen. Weißt du, ich bin heute Morgen aufgestanden, da hat schon geregnet. Ich bin dann los zum Arzt. Da hat es ein bisschen aufgehört. Also ich bin im Nichtregen zum Arzt gelaufen dann. Von der einen Stelle. Als ich fertig war beim Arzt, hat es wieder geregnet und seitdem auch nicht mehr aufgehört. Ganz kurios. Nein! Nochmal. Nochmal. Das lasse ich nicht auf mir sitzen hier. Mädel, füll die Gießkanne auf. Du Hanswurst. Ach, Mädchen. La 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 la. So. Kartoffeln. Okay, und im Winter überall. Bläh. In jeder Jahreszeit außer Herbst. Okay. So, fertig. Ja, und nu? Oh, ich muss mich mal strecken. Wir haben ja eigentlich sonst gar nichts zu tun. Ich würde sagen, ich gehe einfach wieder schlafen. Schlafen, gießen, schlafen, gießen, schlafen, gießen. Zwischendurch mal so eine Dingens machen. Zwischendurch mal so eine Aufgabe machen. Weil was soll man schon noch groß machen? Wir müssen warten, bis das Haus fertig ist. Wir müssen warten, bis das Gemüse fertig ist. Wir müssen warten, bis die Alte wieder Aufgaben hat. Achso, ich wollte gerade sagen, meine Melonen sind weg. Aber die habe ich ja schon geerntet gestern. Boah, ich bin gerade echt erschrocken. So, oder haben wir noch die Zwiebeln? Ach, die sind gar nicht fertig. Okay. Aber die Erdbeeren sind fertig. Jo. So, was haben wir hier? Beste Qualität und normale Weintrauben. Das waren aber nur Level 1, ne? Der Dünge. Die Weintrauben waren im Herbst, glaube ich, auch noch. Oh. Wie viele Unkräuter? Ich müsste mal nach Unkraut wieder suchen. Ich habe nämlich nur noch einen. Wir gehen mal nach Unkraut suchen. Damit wir noch ein bisschen Dünger finden und ein bisschen Dünger machen können. So rum. Unkraut!
Tee Unkraut sammeln, alle. Ich brauche ganz viel Unkraut. Geungtes Kraut. Hier ist nichts. Ich glaube, die Leute sammeln mir das alles weg. Gebaut wird hier auch noch. Da. Wie das immer sich anhört, wenn die das Unkraut rauszieht, als würden sie den halben Boden mit wegreißen. So, da brauchen wir wieder ein paar Steine. Und hier hatten wir, glaube ich, auch noch. Oder auch nicht. Hatte ich nicht das letzte Mal. Hatte ich nicht gesagt. Hatte ich nicht das letzte Mal gesagt, hier, hier haben wir noch Unkraut. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Oder hatte ich das wirklich gleich gemacht? Schaut jedenfalls so aus. So, jetzt schon mal wieder zwei. Eieieiei. So, die Blätter brauche ich auch nicht. Einmal ein kurzer Abstecher. Oh, war das da oben nicht ein roter Schmetterling? Schmetter. Wenn ich wüsste, wo er ist. Das ist gelb, das ist nicht rot. Aber da ist gerade noch ein dunkler. Das ist braun. Da ist ein roter. Komm mal her, Schnucki. Ich brauche dich für Köder. Was zum Verkaufen? Ah ja, die Schuhe. Die Schuhe, die keiner braucht. Bauklötzchen. Oh, was ist das denn? Ein Rahmenset. Lecker, nimm mir mit. Njam, njam, njam. Sieht lecker aus. Das stellen wir oben auf den Picknicktisch. Was denn? Wir finden hier den Weg da hoch. Vor lauter Bäume gar nicht mal so einfach. Lecker. Lecker schmecke. Jetzt können wir unsere Trauben, glaube ich, war es, düngen. Träubchen. Wirklich noch nicht. Die sehen so fertig aus. Jo. Kluge.
Klugerino. Na. Wird gerade so interessant. So, und schon fertig. Gott sei Dank. Ein bisschen schneller momentan, ne? Ah, das genießen wir, um einfach ein bisschen vorzuspulen. So. Gute Nacht. Bis morgen. Ah. Ja, ist der 29. Sehr schön. So, nochmal die Tomaten ernten. Nee, die sind immer noch nicht fertig. Tomaten waren nicht mehr im Herbst, ne? Nee. Oh, die sind Sommer-only. Ich verstehe. Ich fände es auch toll, wenn Oma immer nur die Gemüsesorten haben möchte, die wo es in diesem Jahr, in dieser Jahreszeit auch gibt. Nicht, dass die irgendwann ankommt und will irgendwelche Tomaten die ganze Zeit haben, die wir dann nicht mehr haben, weil die Jahreszeit einfach nicht mehr ist. Das wäre sehr gemein. Und würde den ganzen Quatsch einfach nur unnötig rauszögern. Jetzt haben wir mit der gleichen Zeit, wo wir sonst immer fürs ganze Feld brauchen, haben wir jetzt schon doppelt. Haben wir schon 2 Tage lang gegossen. Jetzt müsste morgen eigentlich dann der Rest ausgewachsen sein, der nicht im Herbst noch existiert. Jo. Wobei, jetzt müssen wir, glaube ich, ja eigentlich nicht mehr düngen, oder? Wir müssten doch jetzt eigentlich fertig sein mit dem Gedünger.
Weil hat den Vorteil, wenn wir nicht mehr düngen müssen, dass wir immer die gleiche Sorte rauskriegen und wir, und ich, der mich nicht weiß, ob der auch verschiedene Qualitätsstufen nimmt. Drei davon und drei davon oder so. Gedüngt, 45 gedüngt, 30 gedüngt. Ja, ich glaube, das war's. Gut. Dann gehen wir mal zu Omi und gucken, ob die wieder was hat. Und dann schauen wir nach unserem Häuschen, ne? Also bis gleich.